weiß zu Hause, ja. Oh mein Gott, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von Alicias Mom Life. Ich bin noch ganz verschlafen. Heute ein sehr, sehr aufregendes Video. Also ich bin halt gerade aufgestanden. Wir nehmen euch heute durch den ganzen Tag mit. Und zwar, ja, bin ich wie gesagt gerade aufgestanden. Ich hole mir jetzt Klamotten, so wie jeden Morgen. Und dann bringe ich mir erstmal in den Kindergarten. Kleine Mausi ist hier auch gerade aufgewacht. Guten Morgen. Hallo. Ja, genau. Dann mache ich mir jetzt fertig. Und ja, wie gesagt, heute ist ein sehr besonderer Tag, denn wir picknicken. Du picknickst heute, ja, ja. Aber was passiert heute? Heute kriegen wir Snow. Heute kriegen wir Snow. Oh mein Gott. Beim Weckruf. Guten Morgen, mein Baby! Guten Morgen, mein Schatz! Guten Morgen, mein Schatz. Heute kommt Snow! Ich picknick. Genau. Alicia macht jetzt die Haare. Picknicken. Hallo. Kleine Turnmaus. Was ist heute für ein Tag? Hä? Ein Dienstag. Ja, ein Dienstag. Nee, ein Mittwoch. Mittwoch. Aber was ist heute für ein Tag? Ja, der Krimine. Nein, heute kommt Snow. Das habe ich doch schon gesagt vorhin. Snowtag. Heute ist Snowtag, heute zieht Snow bei uns ein. Ja, jetzt ein neues Zuhause. Ella, du weißt, dass du meine Haare kommen darfst. Bist du fertig, Mia? Ja. Na los. Der ganz normale Wahnsinn. Ja, meistens. Heute ist Waldtag, ne? Nein, Snowtag. Snowtag und Waldtag. Genau. Erst gehst du im Wald mit dem Kindergarten. Und dann holen wir Snow ab. Meistens machen wir das immer so, dass ich bringe sie halt hin, aber Alicia steht da mit auf, macht meistens mir fertig. Und genauso teilen wir uns das meistens morgens auf. So, ich fahre mir jetzt in den Kindergarten. Ne? Ich habe jetzt oben soweit aufgeräumt. Ich habe Betten schon gemacht, ein bisschen schon aufgeräumt, bin noch nicht ganz fertig. Ich habe Ella schon mal fertig gemacht. Guck, guck. Schick aus. Oh, und deine Kette, wow. Ja, Ella möchte jetzt was gucken. Das heißt, ihr Geeken. Ja, wir chillen jetzt also noch mal kurz, bis Jan kommt. Dann essen wir. Ich trinke meinen meine Koffeinration. Und dann kann es auch weitergehen. Dann machen wir weiter alles ready für Snow. Wir wollen noch mal alles aufräumen, bevor sie kommt. Und alles hundesicher machen. Alles für sie vorbereiten und ja. So, Mia ist jetzt im Kindergarten. Ich bin jetzt noch bei Edeka. Ich hole noch ein paar Kleinigkeiten zum Frühstück. Saft. Den gönnen wir uns jeden Morgen. Muss sein. Und Käse brauche ich noch. Und dann hole ich noch Brötchen und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Und dann wird gefrühstückt. Wir sind jetzt hier am Frühstückstisch. Kaffee Susanne ist auch dabei. Boah, ich bin so fertig, ey. Warum? Voll spät geschlafen. Sommer. Ich war so aufgeregt. Oh ja, wir sind wirklich aufgeregt. Ja, oh, mega. Ich kann es gar nicht abwarten. Wir müssen jetzt leider noch ein paar Stunden warten. Wir müssen hier noch aufräumen. Und wir müssen das Snow ready machen. Genau, wir wollen hier noch aufräumen, alles Chico machen, damit alles perfekt ist, ne? Wenn sie kommt. Ich bin richtig aufgeregt. Und Ellie mit ihrem Kakao, dann ist sie glücklich. Wo ist Ella? Wo ist denn meine Ella? Hä? Ach, da! Hä? Ella, wo bist du?
Wo bist du? Ah, da ist sie! Ich habe jetzt geduscht. Ich habe mich angezogen. Und jetzt wollen wir hier einmal alles schnell aufräumen. Aufräumen wollen wir! Oh, wie sehe ich aus, ey? Ja, wir machen jetzt hier alles einmal snowsicher, ne? Dann mache ich mich fertig und dann können wir auch schon los, ne, eigentlich. Oh, hier seht ihr jetzt mal unsere Küche, ne? Normaler Wahnsinn, ne? Das muss jetzt natürlich erstmal beseitigt werden. Der ist zum Glück sauber, habe ich gestern noch angestellt. Räume ich aus, räume das andere ein und dann ist die Küche schon mal schier, ne? Und ja. So, wir haben jetzt hier soweit alles aufgeräumt. Ich bin jetzt dabei oder ich werde jetzt die ganze Bude nochmal schön saugen. Den ganzen Boden auch schön sauber machen. Ich war gerade noch mal ein bisschen draußen auf der Terrasse und vorne im Garten habe noch so ein paar Dinge weggeräumt, die wie zum Beispiel den Grünbelag entfernen. Da hatte ich noch die leeren Kanister auf der Terrasse, die habe ich weggeräumt. Dann dieses Sprühteil, damit sie da dran nicht leckt oder sonst was, alles weggeräumt. Ja, das ist einfach so sicher wie möglich für sie gemacht. Und ja, oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt, ohne Witz. Ich bin so unfassbar aufgeregt schon. Ich bin so gespannt, wie es wird. Ich bin wieder umgezogen. Warum? Ich weiß nicht, ich fühle mich im Moment nur in Jogginganzügen wohl. Ist ja auch am bequemsten. Ich fühle es einfach nicht. Ist auch am bequemsten. Aber ist die Küche aufgeräumt? Die Küche ist aufgeräumt. Wisst ihr, was das bedeutet? Kommt mit! Was bedeutet das? Oh! Steckdose, machen wir hier jetzt die Mülltonne hin. Das räume ich gleich noch weg. Das kann ich auch gleich wegbringen und saugen hier noch einmal, ne? Ja. Alles durch und dann bitte hier Platz kriegen. Hier so? Hier, entweder da so oder so. So. Hä? Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Ja. Ohne Witz. Ich sag's euch, das ist alles Erziehung. Was? Alles eine Frage der Erziehung. Hier kriegst du noch den Staubsauger. Sieh zu, dass du hier alles sauber machst, Fräulein. Hä, bist du schon dabei? Schrecken. Bist du schon dabei? Ich habe noch ein paar andere Räume zu säubern. Gib Gas. Salagadula, pipididula, pipidipapidipusch. Mein kleines Aschenputtel. Was? Bist du bereit für Snowsplatz? Ja. So oder so? Weiß nicht, ich stelle mir erstmal hin alles und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, doch. Schon mal Wasser rein, ja? Oh Leute, das Wetter ist einfach traumhaft heute. Genau, es ist einfach perfektes Wetter heute, um sie abzuholen. Wir sind so, oh mein Gott, ich kann es immer wieder sagen, wir sind so aufgeregt. Ehrlich, und wir freuen uns so sehr, endlich ein neues Familienmitglied aufzunehmen. Jo, das hat lange gehalten mit der Schale. Ella hat das ausgekippt. Aber Ella ist so süß, ohne Witz. Die hat das ja ausgegeben, dann hat sie einen Pullover von sich genommen, der lag da noch und wollte das gerade sauber machen, ey. Die ist so süß, oh mein Gott. Weil ihr das wahrscheinlich auch unangenehm war, dass sie das jetzt hier ausgekippt hat. Oh mein Gott, ich guck gerade auf die Uhr, es ist einfach schon 20 nach 1, wir müssen los. Was nehmen wir mit? Guck, hier hängt nämlich schon alles bereit. Ich nehme einmal die schönste Leine mit, die hat mir nämlich eine Followerin zugeschickt und das ist meine absolute Lieblingsleine. Dann nehme ich einmal ihr Geschirr mit und ihr Halsband mit, falls das Geschirr noch ein bisschen zu groß ist. Und dann habe ich noch was vorbereitet. Warte, kommt mit, seid nicht so schüchtern, kommt mit. Ich habe hier noch einmal einen Wunschgutschein für die Besitzerin von der Mama. Ich wollte noch einen Blumenstrauß gleich holen. Und ich habe gestern noch im Futterhaus für Snows Mutti ein Spielzeug gekauft und was zu knabbern. Das will ich denen noch schenken gerne. Auch als Dankeschön, dass sie sich so gut um Snow gekümmert haben. Jan ist auch schon. Ich bin aufgeregt. Ich bin auch richtig aufgeregt. Das nächste Mal, wenn wir nach Hause kommen, Schatz, kommt Snow hier rein. Mhm. Oh mein Gott. Okay. Ich bin richtig froh. Jan hat das, glaube ich, schon erzählt. Das Wetter heute ist ein Traum.
dafür, dass Snow heute kommt, da können wir auch richtig schön draußen mit ihr sein. Ich habe mich natürlich bestens informiert. Ich habe nämlich die letzten Wochen sehr viel Martin Luther geschaut. Ja. Und man soll den Hund erstmal ein bisschen draußen schnüffeln lassen. Und er soll dann, wenn er bereit ist, von selber reinkommen. Also ich bin die neue Ritter. Ne? Nur, dass ihr mal Bescheid wisst. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Wir holen jetzt Mia ab. Mia hat ja heute ihren Waldausflug. Die sind jetzt aber schon wieder in der Kita. Und ja, und dann holen wir zusammen Snow. Wir haben ja nämlich versprochen, dass sie mitkommt, wenn wir Snow abholen. Deswegen holen wir sie früher ab. Genau, deswegen holen wir sie extra früher ab. Ich hole jetzt gleich noch einen Blumenstrauß für die Besitzerin von Snows Mama. Und dann beginnt unser neuer Lebensabschnitt. Wir haben jetzt Mia abgeholt. Mia war heute im Kindergarten. Und ihr habt heute den Waldausflug gemacht, ne? Ja, war das cool? Schön. Und was machen wir jetzt? Jetzt kommst du Snow. Wir nehmen Snow mit nach Hause. Ja, ja, ich habe jetzt eben noch Blumen schnell geholt und habe hier noch den Gutschein reingetan. Und ja, dann haben wir jetzt alles beisammen und können jetzt Snow abholen. Wir sind bei Snow. Wir holen jetzt Snowy. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich einfach so doll. Oh. Ich habe so ein Glücksgefühl in mir. Ich dachte, du musst kotzen. Nein, ich habe so Glücksgefühle in mir. Ja, Ella auch. Möchtest du das abgeben, das Geschenk? Oh, schön. Mama von Melly. Oh, nein. Oh, oh mein Gott. Allein Snow. Oh, danke schön. Oh, das ist echt schön. Hier ist sogar ihr Ausweis. Oh, wie toll. Oh, danke schön. Hallo. Kommst du heute mit nach Hause? Kommst du heute mit? Oh. Ja. Meine Maus hier. Oh Gott. Hast du uns vermisst? Das kitzelt. Oh, Mia. Das kitzelt. Guck. Sie macht das bei dir auch. Snow. Oh, guck mal, hast du gesehen? Hat sie dich angekuschelt, ne? Oh, Mann, Mau, sie bist so niedlich. Oh, was hast du geholt? Ein Ohr an Rika. Für Rika, ne? Für die Mami. Und jetzt haben wir auch noch was Feines für dich, ne? Ja. Du, Baby? Oh, ja, 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 ja. Tschüss, Schatzilein. Dann steig mal ein. Soll ich die Decke auf den Schoß legen? Ja. Hier ist im Auto. Ja. Wo wir jetzt los haben, ich schwöre, es geht jetzt schon los, dass ich meine Martin-Rütter-Tipps an. Ich sag so, nee, wir werden gleich erstmal so lange im Garten bleiben, bis der auch gepischert hat vor lauter Aufregung. Hat nämlich Martin Rütter so gesagt. Und das machen wir dann auch so, ne? Ist ganz logisch. Mhm. Komm raus! Mama! Mama! Snow betritt neues Territorium. So. Okay, dann los. Nein. Mit direkt spielen, ne? Oh, Snow! Ja, super! Ja, fein! Super! Super! Ja, das ist auch gut so. Wir sind zu Hause! Jetzt lassen wir sie mal hier alles beschnüffeln, ne? So. So, jetzt kannst du. Genau, jetzt kann sie alles beschnüffeln. Oha, guck mal, direkt das Bett entdeckt. Ah, sie war auch müde die ganze Zeit. Die hatte ganz oh, guck mal, hat direkt ihr Kissen. Wo ist die Decke, Mia? Lass sie mal da erstmal mit rein. Okay, warte. Hier, genau. Alles erstmal beschnüffeln. Erstmal die Stinkemauken von Mia und Ella beschnüffeln, ne? Oh, Mia macht schon die Decke da drauf. Guck's mal, dann riecht das nach Mama, ne? Ja, ich muss erstmal alles angucken. Hä? Alles angucken, ne? Genau. Ja, du
machen. Genau, lass sie erstmal ankommen. Lass sie mal alles. Wir lassen sie jetzt erstmal ganz in Ruhe alles angucken. Nicht jetzt die ganze Zeit, ne? Bei ihr tüdeln. Und dann gucken wir mal, ja? Das hier ist deins. Oh, toll! Ma, Papa, das ist für den Futter. Genau, das für den Futter. Genau, super. Papa, sie hat da geleckt. Ja, sie hat geguckt, ob da schon was drin ist zu futtern, wahrscheinlich. Ich würde sagen, jetzt ist unser erstes Mal Füttern dran, würde ich sagen, ne? Ja, und Jan macht das hier jetzt schon. Das ist meine. Und ich habe direkt meine erste Martin-Rütter-Weisheit weitergegeben. Man kann nämlich sofort mit dem Training anfangen, wenn die Hunde hier einen selbstbewussten Eindruck machen. Und das macht Snow absolut. Also sie ist überhaupt nicht eingeschüchtert. Überhaupt nicht ängstlich. Sie ist aufgeschlossen, sie schnüffelt hier überall. Wir haben jetzt eben hier schon mit diesem einen Leckerli-Ding einmal gespielt. Also das haben wir ausprobiert. Und sie spielt auch schon mit den Kindern. So mit Ella möchte sie mal spielen, aber für sie ist es immer noch zu viel. Ne? Ja. Oh Mann, ey, sie macht das so toll. Wirklich. Ja, sie ist also wirklich, sie hat nicht gejault auf der Fahrt, gar nicht. Genau, und wir füttern jetzt einfach das Futter weiter, was sie schon die ganze Zeit erstmal bekommen hat. Ich will aber das bald umstellen und wir machen Lachsöl mit rein, weil das gut fürs Fell sein sollte. Haut und Fell für die Herzfunktion. Okay, Martin. Martin hat gesprochen. Mann, ey, ist voll komisch irgendwie, ne? Ja. Weißt du, wie ich mich ein bisschen fühle? Wie mit Mia, wo wir die Schale abgestellt haben. Und dann auch nicht wussten, was. Ja, genau. Genau so. Als wir mit Mia aus dem Krankenhaus nach Hause kamen, war es auch so. Und jetzt? So ein bisschen einweichen lassen und dann kann sie das gleich kriegen, ne? Alles klar. Na, Ellie, ist Snow endlich da? Mann, ihr seid auch ganz aufgeregt, ne? Ja, ist auch neu, ne? Wo ist Ella? Wo ist Ella? Wo ist denn Ella? Die Weiße. Da ist die Ella! Wo ist die Ella? Terrasse wird auch erkundet, ne? Wir gehen jetzt nämlich die erste Runde mit Ella, Mia, mit Snow! Mit Snow! Ja, gehen wir jetzt raus. Die hat jetzt gerade. Ja, da musst du aber einmal die Mütze absetzen. Sie hat jetzt gerade gegessen und jetzt gehen wir direkt mal ein bisschen raus, damit sie uns nicht in die Bude kackt. Und ja, kommen direkt auf den Geschmack, weil es regnet. Also, es nieselt zumindest ein bisschen. Aber ich bin im Moment echt zufrieden. Oh Mann, ich fühle mich gerade, als würde ich ein Interview abgeben, weil die Welpen kommen von Martin Rütter. Nee, aber ich bin echt zufrieden. Sie macht einen echt selbstbewussten Eindruck. Sie hat ganz viel geschnüffelt hier, mit den Kindern schon gespielt. Das mit dem Essen hat gut geklappt. Da haben wir schon direkt ausprobiert mit dem Kommen. Das hat auch gut geklappt. Dann hat sie gerufen, kommen und sie kam dann direkt zum Futter und kann das dann halt so verknüpfen, dass es was Positives ist. Und ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen raus. Macht Snow sich bei ihrem ersten Spaziergang. Super. Toll. Mia fährt hier schon Roller, kann Snow sich auch direkt dran gewöhnen, dass es immer viel los ist hier. Aber ich muss auch dazu sagen, die Besitzer, die Vorbesitzer, jetzt sind wir die Besitzer, haben die Hunde echt toll trainiert. Die haben schon ganz viel geübt, die haben geübt an der Leine zu laufen. Die sind quasi stubenrein, also zumindest was. Die kacken halt nicht mehr ins Haus. ja, wenn pinkeln die mal aber auch nicht viel, also die halten das schon echt gut. Genau, auch Tabu, das haben die denen beigebracht, weil aus sagt man auch öfter mal im Wortgebrauch, deswegen haben die Tabu, finde ich mega cool, weil ich benutze das Wort sonst nie, dass man das halt wirklich nur als Befehl dann benutzt. Das haben die Snow schon beigebracht. Die hört auf ihren Namen auch schon ganz gut. Jetzt trainieren wir das mit dem Kommen, damit man sie auch irgendwann von alleine lassen kann, ne? Ja. Alles nach und nach. Also alles natürlich währenddessen. Genau, wir wollen sie jetzt auch nicht überfordern, aber da sie guten Eindruck macht, kann man. Ella? Was ist dein Schnulli? Willst du den? Ja, also ich muss schon sagen, ne, man ist jetzt. Es geht. Also so romantisch, wie ich mir den ersten Tag vorgestellt habe, ist er tatsächlich. Auch oft ist man dann ja doch ganz
erschüttert manchmal, wie es läuft. Aber bis jetzt bin ich echt zufrieden. Also sie macht das auch schon echt toll. Man sieht wirklich, dass die Vorbesitzer sich viel mit dem Hund beschäftigt haben, auseinandergesetzt haben. Das sind alles schon so Basics, die jetzt sitzen, dass man nicht ganz bei Null anfängt. Das ist schon echt toll. Los! Super, Ella! Super machst du das! Ja, guck mal so, wir fahren die Roller! Nicht springen, ne? Nein, tabu. So, wir sind zurück im Garten. Ah, Mia macht schon die Tür auf. Super. Ich war jetzt gerade noch kurz bei Rossmann. Im Fressnapf war ich. Habe leider vergessen, da zu filmen, aber ich zeige euch jetzt einmal, was ich gekauft habe. Und zwar ist ja unser Geschirr und unser Halsband noch zu groß, deswegen habe ich jetzt ein anderes. Ich habe jetzt so ein Geschirr. Ich hoffe, das passt. Ich habe extra jetzt den Kassenbon mitgenommen. Die meinten, uns kann es auch tauschen. Dann habe ich so ein Leuchthalsband, wenn es dunkel ist. Ne? Man muss sie ja auch sehen können. Und dann ein Halsband, das sie halt immer trägt. Vom Blau wechseln wir jetzt auf Pink. Guck mal bitte, wie das leuchtet. Ey, Jan wird, glaube ich, ausrasten. Ne? Aber es ist ein Mädchen. So, er bleibt halt Mädchenpapa. Ich meine, er müsste sich langsam an Rosa gewöhnt haben. Und ich habe hier für den Garten, weil eigentlich, ne, sind mir diese Leinen nicht empfohlen worden, aber ich will sie erstmal noch nicht, also ich will sie ja nicht ableihen. Deswegen, weil das hier auch alles offen ist, sind das 5 Meter, die sie dann laufen kann, ganz entspannt. Und ja, das habe ich noch. Ach so, hallo. Und noch so ein Snack. Das sind so eine Kau-Sticks. Das sind getrocknete Euter. Welpen mögen es. Ich habe gefragt, ist extra für Welpen. Da wollen wir sie doch heute mal ein bisschen belohnen dafür, dass sie zu uns gekommen ist. Und ja. Boah, kaum ist die Mutti weg, fängt Slow an auf der Couch richtig rumzurennen die ganze Zeit. Sie soll ja nicht auf die Couch. Snow, ja. Oh. Ja, ja, ich glaube, wir werden viel Spaß mit ihr haben. Aber wir werden das schon gut machen. Auf jeden Fall. Ich glaube, sie passt einfach perfekt bei uns rein. Ne? Erkundest du noch alles, ne? Und Ella findest du toll, ne? Tabu. Tabu. Ich war gerade nochmal draußen, weil sie gefressen hat. Aber sie möchte wohl immer noch kein großes Geschäft machen. Sie wollte von alleine sogar wieder rein. Vielleicht auch, weil es ein bisschen nieselt. Vielleicht mag sie das ja nicht. Die Kinder gucken jetzt hier noch ein bisschen Fernsehen, dann machen wir gleich was zu essen. Tabu. 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 Genau, super Mia. Genau, sie darf nämlich nicht auf die Couch. Und nicht auf den Bett. Genau. Nur auf seine Box. Genau, richtig. Hast du recht. Aber ja, gleich wenn Alicia wieder da ist, mache ich schnell was zu essen. Und dann ist es auch schon fast so weit, dass die Kinder ins Bett müssen. Snow ist jetzt auch mir eingeschlafen. Sie werden euch noch ans Herz wachsen. Total süß. Oh Mann, ey, ich habe sie jetzt schon so ins Herz geschlossen, das schon die ganze Zeit. Aber das ist doch ein gutes Zeichen. Da gucken wir doch glatt mal, was Jan dazu sagt. Zu der weiteren rosa Phase. Übrigens ist mir hier gerade wieder mein Stecker abgegangen. Ich hoffe, Jan kann ihn gleich wieder raufmachen. Hallo! Hallo! Aber Snow schläft. Ah, okay, alles klar. Guck dir mal die Sachen an. Wie gefallen dir die? Alter, alles pink, ey. Was ist los mit dir? Hey, sie ist halt ein Mädchen. Muss auch nochmal los. Sie ist halt ein Mädchen. Ja, nein, das ist jetzt ja nur erstmal. Glaubst du, das passt so besser von der Größe? Ja, safe. Und das Halsband auch? Und das hier ist auch gut, wenn man das... Ja, das ist ein Markengeschirr. Ja, aber das ist besser, weil beim anderen möchte sie nicht so gerne rein. Bist du müde, Snow? Ich habe sogar ein paar Übungen mit dir gemacht. Ja, mit was dem Sitz. Echt? Und? Sie hat das beim dritten Mal geschafft. Sie wollte immer springen, aber dann hat sie es geschafft. Ne? Alter, die Kinder nehmen erstmal alles auseinander. Ja. Achso, und so ein Leuchthalsband habe ich für abends geholt. Und Ella will erstmal die Kuh, Alter. Ich mache jetzt für die Kinder erstmal was zu essen. Die möchten einfach nur Nudeln mit Butter. Das essen die so gerne. Ja, am liebsten alles ohne Soße. Aber gut, als Kind habe ich das auch gerne gegessen. Deswegen kriegen wir jetzt Nudeln. Und Snow bleibt die ganze Zeit hier, bei mir. Und was machst du? Ein Jiki. Versuchst du mit ihr zu reden? Ja.
Für mich gibt's heute Butter Chicken von Froster. Was eine Überraschung. Oh, die Froster-Gerichte. Ich könnte die wirklich immer essen. Irgendwie jeden Tag. Die schmecken so gut. Gibt's Essen? Was gibt es denn heute? Papa und bei uns Nudeln. Mmh, lecker, oder Ella? Möchtest du auch Nudeln essen, Ella? Nein, ich mach das so. Und Snow, die guckt sich hier weiter um, ne? Ja. Oh, Mia, du warst ja richtig großzügig mit deiner Schwester. Was passiert jetzt? Oh, guck mal, Snow! Bist du auch schon aufgeregt? Snow bekommt jetzt ihre zweite und letzte Mahlzeit. Ihr Abendessen, ja. Genau, ihr Abendessen. Wieder zwei Löffel und ein bisschen warmes Wasser aufweichen, ne? Ja. Und danach gehe ich nochmal mit dir raus. Oh, Snow kann es nicht erwarten. Aber voll lieb, wie brav sie wartet, ohne zu kläffen oder so. Das machst du fein. Oder? Das machst du richtig gut. Snow? Hier. Fein. Super. Und so kann man hier trainieren. Das haben wir aus unserem Welpenerziehungsratgeber. Genau. Mal gucken. So steht das in dem Buch drin. Und so werden wir es jetzt auch einfach weiterführen, ne? Eigentlich Kleinigkeiten, mit denen man dann aber viel bewirken kann. Also ich denke mal, eigentlich wird sie das so ganz gut lernen, oder? Ich glaube auch. Und das Kommando hier ist ja mit eins der wichtigsten eigentlich. Ja. Wenn du draußen bist und so, und das muss eigentlich von Anfang an sitzen. Deswegen werden wir es jetzt auch bei jedem Futter genauso trainieren. So steht es halt auch im Buch drin. Und ja. Ja, und wir haben heute halt auch direkt angefangen schon damit, weil sie jetzt keinen eingeschüchterten Eindruck gemacht hat. Und Martin, ja, Martina bin ich jetzt. Jan sagt jetzt immer Martina zu mir. Alles klar, Martina. Immer wenn ich meine Hundetipps gebe. Oh Mann, ihr Süßen. Sieht aus so. Bist du noch müde? Ja. Hm. Was machst du da? Oh, na! Sag mal! Du bist ein Teufel! Ehrlich? Du bist ein Teufel! Oh, die macht Blödsinn, oder? Boah, was soll man dazu sagen? Wirklich. Ella ist eine. Ja. Die nimmt keine Rücksicht. Keine Rücksicht auf Verluste. So, Jan ist jetzt mit den, Mädels. Mit unserem Mädel, mit Snow. Draußen. Ich wollte eigentlich, also wir Snows Hundegeschirr passt, das Halsband passt auch und ich wollte eigentlich jetzt ihr Halsband abnehmen und ihr dieses Leuchtding dafür ummachen für draußen. Aber es ist leider leer, deswegen lade ich es jetzt auf. Und das hier war ja Snows Halsband, womit wir sie abgeholt haben. Das wollen wir auch aufbewahren. Wir wollen hier so eine Erinnerungs, das war auch ihre Schale, aus der sie immer gegessen hat. Hier hat uns ja die Besitzerin noch, die Besitzerin von der Mama hat uns hier noch so einen Pfotenabdruck gemacht. Da war also 7 Wochen alt. Da will ich jetzt alles aufbewahren. Hier ist noch so eine Karte. Warte, ich muss euch mal kurz hier hinstellen. Hier ist noch so eine Karte, richtig süß. Da stehen ihre ganzen Daten, wann sie geboren ist, wie viel Uhr und so weiter. Und hier sieht man auch nochmal richtig süß. So sah sie aus, als sie gerade geboren ist. Das war auch das Bild, in das ich mich. Das war auch das Bild, in das ich mich sofort verliebt habe, als ich die da gesehen habe. Ja, und dann sieht man, wie sie groß geworden ist. Und ja, richtig schön. Da will ich mir auch so eine Erinnerungsbox für sie machen. An ihre Weltenzeit. Ja, das werden wir dann gut wegtun. Und die Mädels sind heute auch total aufgeregt, ist ja aber auch klar. Für die ist auch alles neu heute. Ich werde jetzt anfangen mit Ella ins Bett bringen, danach Mia. Die sind auch bereit fürs Bett. Jan geht jetzt ja mit Snow raus und ja. So, ich war jetzt gerade nochmal mit ihr draußen. Leider hat sie noch keinen Kacker gemacht. Gepischert hat sie aber noch keinen Kacker. Jo, meine kleine Maus, oh, ich lieb's so, ne? Ich habe das so vermisst mit dem Hund, wirklich. Unglaublich. Aber da ist noch viel Arbeit auf jeden Fall, kommt auf uns zu. Das kann man schon mal sagen. Die ist halt noch ein Kind, ein Baby, das merkt man auch. Sie springt hier ständig auf die Couch, was sie nicht soll.
man ist da schon viel hinterher. Also wir werden es auch sein. Wir sind ja zum Glück die ganze Zeit bei ihr. Sie wird nicht alleine sein. Wir haben die Möglichkeiten zum Glück, uns auch viel Zeit zu nehmen. Ich habe heute auch schon angefangen, so ein paar Übungen mit ihr zu machen, wie Sitz und so. Man soll das ja nicht so ausreizen, immer nur so höchstens 5-mal am Tag üben. Das mache ich natürlich auch. Und ja, das wird alles. Ich bin gespannt, wie die Nacht wird. Oh Mann, ich lieb's einfach. Sie kuschelt so viel. Richtig toll. Bestimmt auch nicht einfach für sie. Jetzt ohne Mama und ihre Geschwister. Muss sie sich auch erstmal dran gewöhnen. Jetzt ist die kleine Maus eingeschlafen. Oh, voll süß. Sie braucht einfach richtig Nähe und Kuscheleinheiten. Sie ist so verkuschelt. Möchte am liebsten die ganze Zeit schmusen. Schlabbert einen die ganze Zeit ab. Oh. Einfach so schön. Ich lieb's einfach. Ich liebe es. Ich habe schon immer geliebt an Hunden. Dieses Kuscheln und alles und Schmusen. Ich hoffe, das bleibt so, dass sie so kuschelig ist. Die Mädels sind jetzt im Bett und ich schwör's euch, das war eins der witzigsten ins Bett bringen heute von mir. Mhm. Sie hat mir erstmal erzählt, dass einer aus dem Kindergarten sie angelogen hat. Echt? Und dann haben sie und ihre Freundin gesagt, dass es nicht mehr ihre Freundin sind. Also es ist keine Freundin sind, weil man lügt nicht. Hat mir ja gesagt, das fand ich richtig gut. Ich so, ja, hast du auch recht, ne? Das macht man nicht, man lügt nicht. Ja, weil sie hat gesagt, dass sie einen Zopf hat, aber sie hatte zwei Zöpfe. Dann hat sie mir noch von ihrem Waldausflug erzählt. Dann haben wir noch ein Flüsterspiel gespielt, dass man flüstern musste und der andere musste immer raten, was man gesagt hat. Und jetzt, ja, es war sehr schwer für sie, weil sie wollte natürlich gar nicht schlafen. Sie wollte natürlich nochmal zu Snow. Aber ich habe ihr gesagt, Snow ist jetzt immer hier. Und, ach guck mal, sie kann gar nicht schlafen, ne? Möchte die ganze Zeit kuscheln. Oh Mann, Snow kommt halt gar nicht richtig zur Ruhe hier. Hier ist natürlich auch viel los mit den Kindern und so, ne? Kleine Maus ist jetzt in ihrer Box. Sie braucht richtig Nähe. Aber wir haben da jetzt eine Decke reingelegt. Nein. Die riecht total Nein. nach ihren Geschwistern. Nein. Ja, die riecht nach ihren Geschwistern und nach ihrer Mama. Dann ist sie da. Da hat sie ein bisschen was von zu Hause. Oh, guck mal, sie macht schon die Augen zu. Ja, wir haben jetzt eben versucht, das zuzumachen, weil sie das ja auch aus ihrer Welpenbox so kennt. Aber dann hat sie sofort angefangen zu jaulen und dann haben wir es sofort aufgemacht und dann bin ich nochmal mit ihr raus und hat sie direkt gepieschelt. Ja. Voll toll. Richtig cool. Ich finde das wie ein Töpfchentraining mit den Kindern. Oh, ja. Ja, aber richtig gut. Ja. Richtig gut. Aber es tat mir voll leid, weil sie ist richtig zur Ruhe gekommen, als ich bei ihr war. Es ist halt echt, es ist wie ein Baby, wie ein Kind, ne? Mhm, das stimmt. Da muss man auch so viel Geduld da haben. Da ist sie. Hallo? Hallo. Ja, das hast du super gemacht. Hey, zum Glück haben wir aber den 12. Hast du super gemacht. Jetzt können wir hier vorne immer schnell wieder weg. Stimmt. So. Da ich ja im Wohnzimmer schlafen werde, werde ich mir jetzt alles vorbereiten. Auf dieser Couch schlafen ist halt wirklich absolut nicht bequem. Zum Chillen ist sie gut, aber nicht zum Schlafen. Zum Glück haben wir da einen Topper, den lege ich dann auf die Couch und dann wird es deutlich bequemer. Sie hat es jetzt geschafft, dass sie schläft. Sie war erst sehr traurig in der Box, aber wir wollen es durchziehen, nicht auf die Couch. Und jetzt haben wir die Couch. Jetzt halt mal. Ich werde jetzt hier einfach mit dem Kopf schlafen, damit ich direkt bei ihr bin. Und du hast sie jetzt gestreichelt? Ja. Das war toll. Aber sie war sehr traurig vorhin. Ja, aber wir können das nicht machen, weil sie überall alles voll ist. Das geht ja. Ja, aber nicht, dass ich das nicht mitkriege danach. Und dann kackt sie und pinkelt sie halt alles voll. Deswegen. Na Schnuffi, was hast du mich schon gefragt? Haben sie die erste Nacht mit mir unten schlafen? Nee, auf Kacke. So, wir haben es jetzt 22 Uhr. Snowy ist hier. Sie hat aber schon über eine Stunde geschlafen oder länger sogar, ne? Wir gucken nämlich die ganze Zeit hier The 50.
Und ich habe mir hier auch schon mein Lager aufgeschlagen. Mit meiner Decke und alles. Und ja. Und eben gerade war ich nochmal draußen. Sie hat endlich. Wir hatten ja schon ein bisschen Sorge, aber das war wahrscheinlich, weil sie einfach aufgeregt war. Pipi hat sie ja die ganze Zeit schon gemacht, aber ihr großes Geschäft. Ups, ihr großes Geschäft noch nicht. Und aber jetzt hat sie es auch hinter sich. Never see. Und jetzt ist sie hier glücklich und zufrieden mit einer Kaustange. Die hat sie eigentlich noch von heute Mittag, aber die wollte sie wohl nicht. Und jetzt hat sie da noch Lust zu. Ja. Ich bin ihr Kuschelpartner. Ja, sie kuschelt. Aber sie ist allgemein so ein Kuschelbaby. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe. Ne? Sie ist ja sogar schon bei uns beiden eingeschlafen und so. Richtig, richtig, richtig toll. Jetzt ist Snow auch noch in ihre Box gegangen von alleine. Ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen. Vorhin war sie ja noch so traurig, aber jetzt geht sie da alleine schon rein. Ja, sie merkt halt auch, dass es ihr Rückzugsort ist. Nicht? Das ist toll. Sie macht das echt richtig toll. Wirklich. Ja, richtig, richtig toll. Auch beim Gassi gehen macht sie das richtig toll. Wirklich, sie zieht nicht. Sie bleibt immer bei einem und so. Sie macht das so toll alles. So, Alicia ist jetzt oben. Und ich bin jetzt hier unten mit der kleinen Maus. Ich war vorhin noch mal draußen. Und ich bin gespannt, wie die erste Nacht wird. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen mein Buch lesen. Ein paar Seiten noch, dann habe ich es durch. Ja, ich bin aber gespannt, wie die Nacht wird. So, ihr Lieben, ich liege jetzt hier im Bett, wohlverdient. Ich schlafe nämlich nicht mit unten. Ich gönne mir jetzt diesen Luxus, im Bett zu schlafen und nicht nachts aufzustehen, weil Snow muss nämlich nicht gestillt werden. Deswegen ist es nämlich Jans Part an der Stelle. Und ich werde jetzt mein Buch, ich denke, es ist nicht mehr viel übrig, zu Ende lesen. Und zwar habe ich Force Wing gelesen. Ich kann euch dieses Buch vom Herzen, vom tiefsten Herzen empfehlen. Alle Harry Potter Fans werden dieses Buch lieben. Man muss erstmal ein bisschen Geduld mitbringen, ein bisschen dranbleiben. Aber das ist bei allen Fantasy-Geschichten so. Das war auch bei Harry Potter so. Es hat alles, was es... Oh Mann, das hört sich jetzt an wie so eine Werbung, aber ist es gar nicht, weil dieses Buch hat mich einfach so gepackt. Jan meinte auch, ey, wenn du das liest, du bist gar nicht ansprechbar, weil ich bin komplett da drin und lebe in dieser Welt. Und ich kann es einfach empfehlen. Ich will gar nicht spoilern. Es ist halt Fantasy. Es geht um eine Drachenreiterschule. Und mega. Wirklich, ich lieb's. Ich bin richtig gespannt auf den zweiten Teil. Ich muss euch dieses Buch einfach empfehlen. Und ich hoffe, Jan wird auch eine gute Nacht haben. Es ist jetzt 1:30. Ich war jetzt gerade noch einmal mit ihr draußen, weil sie ein bisschen gequickt hat. Aber sie musste nicht. Aber wahrscheinlich wollte sie einfach nur kuscheln. Aber jetzt liegt sie da wieder und schläft fast. Und ich werde jetzt auch versuchen zu schlafen. Mal sehen, wann sie mich weckt oder ob sie durchschläft. Ich habe mir den Wecker auf jeden Fall 6 gestellt, weil da kriegt sie dann wieder ihre erste Mahlzeit. So ungefähr. Aber ich werde dann auch mit ihr rausgehen, auf jeden Fall, dass sie nicht zu lange jetzt durchhalten muss. Aber die vorigen Besitzer, sage ich mal, die haben das schon gut antrainiert, dass sie eigentlich die Nacht gut durchhalten können, die Kleinen. Deswegen bin ich gespannt. Ja, guten Morgen. Oh, das Licht ist so hell. Es ist 6 Uhr und sie hat mich geweckt. Sie hat mich tatsächlich geweckt. Ich habe keinen Wecker. Ich habe den dann doch irgendwie 7 gestellt, weil ich 2 noch einmal kurz draußen war. Da hat sie dann auch quasi ja angeschlagen. Und ich habe es geschafft, dass sie hier nicht in die Bude pinkelt. Sie hat es draußen gemacht. Richtig toll, dass sie auch heute Morgen direkt Bescheid gesagt hat. Richtig cool, ja. Ist schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, weil ich war jetzt 3-mal wach quasi. Aber gut, ist bei Kindern oder Babys ja nicht anders. Ja, es sind jetzt vielleicht 1-2 Wochen. Aber die Nacht hat super geklappt. Sie hat nicht da reingemacht. Sie hat Bescheid gesagt. Einfach schön. Finde ich super. Ne, Maud, das hast du toll gemacht. Hallo. Guten Morgen, ne?
Es ist 6:30. Mia ist jetzt auch aufgewacht. Und Snowy auch. Snowy auch. Snow hat mich geweckt, weil... Warum? Weil sie Hunger hat. Sie hat Hunger. Also dann hat sie so gemacht. Genau. Deswegen kriegt sie jetzt gleich ihre erste Mahlzeit. Ja. Sie hat mich auch nicht aufgeweckt, weil ich es nicht gehört habe. Ja, du hast ja auch oben geschlafen. Ich schlafe ja mit ihr unten, ne? Ja, aber Papa, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Was? Bei meiner Mama geschlafen. Oh, ehrlich? Ich habe Oha, die ganze Nacht? Oh, jetzt gib mir mein Kuss. Und die ganze Nacht? Hast du die ganze Nacht bei Mama geschlafen? Ja. Oh.